später. Ich Ich habe noch einen was? ganzen Kasten Bier, also da Oh! ist auch noch was drin. Das ist Ich doch ein habe toller Start noch in die Aufnahme. den Jan hat einen Kasten Bodensatz Bier, vom gibt einen aus. Rocker-Likör. Okay, hallo, wir sind mal wieder hier Auf die zusammen. neue Aufnahme, hallo, da trinke ich doch direkt den Bodensatz Bisher vom sechs Mocker-Likör. Leute. Ich lese mal kurz Willkommen vor, bei wer Inferno da ist. Mario. Dani ist da, Sean ist da, Jan ist da, Ricardo ist da als Donald und Robchu ist da als Robchu. Perfekt. Ich bin auch Ah ja. da. Genau, du bist auch dabei. Okay, wir starten noch gleich War die das. Runde, weil wir sind schon ziemlich lange in der Dings drin und gucken mal, was passiert. Ich War, muss. willst du nicht, dass wir uns wieder alle einzeln vorstellen? Nee, Und ihr seid alle schon längst bekannt. So, ich los wollte geht's. gerne einen Satz zu mir sagen, bitte. Das wirkte gerade auch so ein bisschen. Achso, jetzt müssen wir still sein. Oh, oh So. ja. Psst. So, Stimmt, okay, ich muten. bin gemutet. Bin gar nicht Und gemutet. ich bin Besatzung. Es gibt jetzt, okay, deine Rolle ist Besatzung, ja. Es gibt jetzt nämlich verschiedene Rollen. Ich weiß aber nicht, ich hatte gerade am Anfang so eine Option, dass ich das einstellen konnte. Es kann sein, dass wir jetzt noch keine Rollen dabei haben. Ich bin jetzt mal gespannt, ob jetzt andere Leute Rollen haben oder nicht. Also es gibt jetzt den Wissenschaftler, der kann die Vitals anschauen. Es gibt den Ingenieur, der kann zusätzlich die Vents benutzen. Das ist alles immer mit einem gewissen Cooldown verbunden. Und dann, wenn man stirbt, der Erste, der stirbt, wird zu irgend so einer Art Engel und kann dann den andere Crewmitglieder beschützen, irgendwie so. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, aber das werden wir alles noch sehen, wenn es soweit ist. Dann gibt es noch, was gab es denn noch? Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe es von alles gelesen. Ach ja, es gibt Imposter, die Form wandeln können. Ja, moin. Düm, 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 düm. Da geht schon los. Um. Gordon ist So. safe, Imposter. Ich bin mir so sicher wie wirklich noch nie. Oha. Nein, bin ich mir nicht. Wollte Aber gerade sagen, hä? also ich Du hab trollst Xean nicht doch. gesehen. Ich habe Xean nicht gesehen. Ich habe Donald ist jetzt wirklich Jan, ne? Also Jan nicht gesehen. Ich habe aber Rob True gesehen, der hat mich am Anfang mal wieder in typischer Rob True-Manier verfolgt. Und dann waren wir zusammen, sind Richtung. Achso, ich sollte erstmal sagen, wo die Leiche liegt. Das Moment, wäre wie hieß das gut. da? Bei Kurz den, mal achso, bei überlegen. den Lights. Bei den Lights. Da, wo man die fixen kann, direkt vor dem Stromkasten. Und ich habe, kurz zuvor bin ich mit Rob True, der ist vor mir auch in diese Richtung gegangen. Dann kam der Error, dass halt die Lichter gefixt werden müssen. Ich habe Jan. Sprich, Ricardo, der jetzt getötet wurde, habe ich noch in die Richtung gehen sehen und dann sehe ich seine Leiche da liegen vor dem Kasten. Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass Rob True und Dani mir entgegengekommen sind, als ich Richtung Shields gegangen Hä, bin. du bist tot. Hä, Nee, bist du das ist ja. bescheuert? Nee, das ist ja Ricardo. Jan ist Ricardo und Ach, Donald ist Donald Jan. ist. Oh mein. Ich war immer Donald, du Vogel! Stimmt. Stimmt. Ich habe vorhin falsch schon Donald als Ricardo angekündigt. Ja, natürlich Schwachsinn. Deswegen habe ich auch überlegt, ob ich erst still bleiben will. Ich hab mich so ein bisschen gefragt vorhin, Conan, ob du so eine anonyme Schizophrenengruppe vorhin Ja, ich habe Jan angeordnet hast. gelesen, Was dann war denn Jan für mich jetzt? Jan. Okay, Ricardo ist Jan, alles klar. Xehanort und Robchu als Robchu und Conan Ach so, Doyle und um die als. Nein, das Verwirrung für bin die Zuschauer perfekt zu machen, Ricardo ist der Red Esther in der Übersicht heißt. Und ich bin immer noch orange, wie schon seit Anfang an. Ja, alles gut, ist richtig. Du Conan warst ist schon der Imposter, du ne? warst schon Ja. immer Trump. Richtig. Nein, ich bin Donald Duck, was willst du eigentlich? Ich habe Gut. die Kapitänsmütze auf, siehst du die nicht? Okay, wollt ihr irgendwas dazu sagen jetzt noch? Ich habe, Ich glaube war es ich, alles nicht. gesagt. Also die Okay. Leiche liegt in Ja, genau. Electrical und wer war Und noch alles in Electrical? also ich, ja, safe. Du warst in Electrical, wer noch? Vielleicht Ja, könnte jemand. Rob Chu mal sagen, wo er war oder wo er hingegangen ist, weil ihn habe ich ja noch gesehen. Nach Süden. Dann nach Westen. Ja, Okay. da wo die Aufgaben sind. Das klingt etwas suspekt. Ja, ich muss mir nochmal die Map Wir sind im anschauen. Weltraum, da gibt es keinen Süden. Conan, wie viele Imposter sind wir denn jetzt eigentlich? Ja, Zwei? einer halt. Einer nur. Ach so. Ja, Robcho, hast du irgendeine Aufgabe gemacht oder was Ich hast du habe diese gemacht? Linien verbunden hier, die Stromkabel. Okay. Okay. Conan, was Stimmt, hast du waren wir so nicht für zusammen in Aufgaben gemacht? Admin kurz?
Als ich den Download abgeschlossen habe, warst du, glaube ich, und hast die Stromkabel tatsächlich gemacht. Das könntest du gewesen sein. Oder war das jemand anders? Ja, war jemand anders bei mir in Admin? Ja, das könnte ich gewesen sein. Das ich glaube, die Person war blau. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay, wir haben eh keine Zeit mehr. Aber Conan, sag doch du dann nochmal, was hast du so für Aufgaben gemacht? Die Downloads und jetzt bin ich am Müll. Okay. Du bist okay. Wirklich, du bist wirklich am Müll. Aber Robcho fliegt jetzt gerade eh raus und sollte es gewesen sein, war es das. Hey, da fliegt keiner raus. Ach, keiner raus. Unentschieden, weil übersprungen. Conan, okay. Mute dich doch bitte mal, sag mal. Nimm das Spiel doch mal ernst. Gut. Hä, ich bin gemutet. Okay, den haben wir geschafft, den Task. Dann ist da drüben noch ein Task. Das ist der andere Dings, genau, der andere Wire-Dings. Ich war noch nicht ganz fertig, genau. Es gibt den Formwandler, der kann sich in einen anderen Charakter verwandeln, aber das ist dann automatisch Imposter, ne? Aber auch mit Cooldown. Also, ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit als der andere rumlaufen kann. Das wäre ja auch ein bisschen arg komisch. So, hier ist noch ein Task. Zwusch. Ja, und über andere Tasks können wir sprechen, wenn wir mal soweit sind. Na, wenn wir mal diese Rolle haben sollten, dann können wir darüber reden. Okay, das war jetzt komisch. Warum ist Xehan abgehauen, nachdem... Okay, das ist sehr verdächtig. Das ist sehr verdächtig. Das muss ich mir merken. Xehan hat sich gerade sehr, sehr sass verhalten. Wer meldet? Ja, easy peasy. Ich habe gesehen, wie Xehan Robcho gekillt hat. Xehan ist für mich sehr... Okay, ich wollte gerade sagen, Xehan ist für mich sehr sass. Ja. Also du läufst mir hinterher und dann, als Dani kommt, drehst du plötzlich ab. Ja. Das hat mich sehr gewundert. Also zu meiner Verteidigung, ich wollte nach Navigation und habe nur geguckt, warum ihr drei da auf dem Haufen rumläuft. Das hat mich verwirrt. Ich bin tot! Du hast Dani noch gar nicht gesehen. Erst als er dazugekommen ist, bist du von mir abgedreht. Also nee, doch. Ich hab euch schon alle gesehen. Ich war noch mal zurückgekommen, weil ich sehen wollte, in welche Richtung ihr euch verstreut. Aber ich würde ja sagen, Conan Kuhn, ne? Weil ich hatte Robcho noch in Electrical gesehen und dann kam kurz danach Conan rein, nachdem Robcho weg war. Mann, scheiße, jetzt wo du das sagst, ich habe ihn zwar killen sehen, aber jetzt wo du... Ich glaube auch, dass... Nein, also für mich ist Xehan... Schade, dass du jetzt, warum hast du denn jetzt nicht die Karte ausgespielt, dass ich das auch sein könnte? Mein Problem war einfach, ich kam aus dem Vent raus in Admin und also beziehungsweise ich war irgendwie 5 Sekunden in dem Vent und hab geguckt, ob da noch jemand ist. Und ich hab die ganze Zeit Robcho an dem Download-Ding stehen sehen. Und als ich dann nach 5 Sekunden da keine mehr... Oh mein Gott, EP! Dann springe ich jetzt kurz raus, kill Robcho und springe wieder in den Vent rein. Ja, aber genau in dem Moment kam da. Was geht denn jetzt an? Mirapods, Beans, ich kriege ja alles toll. Mögliche hier. Nice. Ich bin reingelaufen, aber kommt da aus dem Vent. Dann wollte ich noch eine Aufgabe machen, aber dann wurde ich schon gekillt. Ja. Hat jetzt irgendjemand eine andere Rolle gehabt oder waren wir alle ganz normal? Nee, also ich war normal. Ja, die Rollen sind aus gerade. Okay. Aber siehst du, das mit dem Vent wäre jetzt gerade zum Beispiel möglich gewesen. Aber wie stelle ich denn dann ein, wenn wir die Rollen gehabt hätten? Also ich verstehe nicht, wie ich einstelle, das ist zufällig. Also ich kann dann praktisch nur die Wahrscheinlichkeiten dafür hochstellen, oder was? Genau. Also jetzt. Ach, du hattest das jetzt doch an. Ich dachte, du hattest das jetzt ausgemacht. Ja, ich hatte, nicht aus. Ich habe halt einfach nichts gemacht. Ich habe die empfohlenen Einstellungen gemacht und die empfohlenen Einstellungen sind scheinbar dann einfach keine Rollen. Ach so. Mann, wenn ihr fertig seid. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, könnten jetzt mit einer Chance von 10% hoch 4 alle 4 Rollen kommen. Ja, und zwar maximal eine. Also ein Wissenschaftler, ein Ingenieur, ein Schutzengel, ein Formwandler. Okay, und du kannst aber die Wahrscheinlichkeit auch hochschrauben. Kannst du auch auf 100% machen. Dann kommt definitiv ein Wissenschaftler, ein Ingenieur. Wahrscheinlich so, keine Ahnung. Jetzt sehe ich es erst, ja. Genau. Jetzt würden definitiv ein Wissenschaftler kommen, definitiv ein Ingenieur und vielleicht ein Schutzengel und vielleicht ein Formwandler. Ja. Da wollen wir alles auf 100 mal machen oder alles auf 50 oder so zumindest? Ich würde alles auf 20 setzen. Ja, ich denke auch. Ich hätte sonst 25 gemacht wegen ein Viertel, aber Viertel geht nicht. Ich würde $1000 auf die Doppelnummer setzen.
Ich vermute auch, dass das nicht so funktioniert tatsächlich. Also es addiert sich ja, also selbst wenn es sich zu 100% addieren würde, ich denke mal, die Chancen werden für jede Rolle einzeln berechnet. Ja, das heißt, nee, ist klar, aber ich fände halt bei vier Rollen ein Viertel ganz gut. Aber das geht ja halt klar nicht. Ich habe nur überlegt, ob das dann auch bedeutet, okay, wenn ich das zu 100% addiert, dann kommt auf jeden Fall eine von denen. Nee. Aber, das ist doch spaßig, aber so funktioniert das nicht. Jetzt hat halt jeder sozusagen die Wahrscheinlichkeit ein Fünftel, dass er eine Rolle bekommt oder irgendwie sowas. Kann auch sein, dass niemand eine Rolle bekommt. So, jetzt genau. Alles auf Rot und los. Los, weiter. Gut, dann gucken wir mal, was passiert. Das Spiel stürzt ab. Wie war denn noch aber gleich in mein Shortcut, um mich zu muten? Was ich mir von dir das nächste Mal, wenn du Imposter bist, wünschen würde, ist, dass du mich mehr shit-talkst. Ja, so, ich hatte... Besatzung. Anni braucht das. Und... Ich brauch das, ja. Besatzung. Mein kleiner, feiner Fetisch. Na gut. Let's go. Ja, ich glaube, ich habe alle Rollen jetzt gesagt, ne? Ich hatte den Formwandler, ich hatte den Engel, ich hatte den Ingenieur und ich hatte den Wissenschaftler. Ich glaube, ich habe alle Rollen gesagt. Wie gesagt, wir werden sehen... Also das heißt halt zum Beispiel, wenn jetzt jemand aus einem Vent kommt, muss das nicht zwingend der Imposter sein, sondern es kann auch der Ingenieur sein. Aber genauso könnte sich der Imposter auch rausreden und sagen, nee, ich bin Ingenieur, ich war das gar nicht. Also ich war das schon, aber ich war halt nur im Vent, aber nicht als Imposter. So, das ist das Ding. Finde ich schon interessant. Also haben sie schon ganz nette Neuigkeiten, Neuerungen reingebracht. Wenn wir mal wieder ein bisschen mehr wären... Dann könnten natürlich auch, Xehan. Joris ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder Imposter ist, aber der macht die Wires. Der macht die Wires. Ziemlich sicher macht er die Wires. Genau. Was ist das? Ach, das sind die anderen Wires. Xehan ist ziemlich unsass. Jemand guckt gerade über die Überwachungskameras. Jetzt nicht mehr. Ah, da oben ist noch was. Aber ich gehe erstmal nach drüben. Zum Reaktor. Machen wir den Reaktor, dann ist der weg. Weil Reaktor ist, glaube ich, ein längerer Task. Was ist denn das jetzt? Ach, O2. Ja, komm, mach mal schnell hier. Passt schon. So. Geht keiner zum O2? Was ist denn los? Scheiße. Ah, schlecht. Holy shit, scheiße. Gibt's doch nicht. Ich konnte habt ihr alle gedacht, die anderen werden schon gehen, oder wie sehe ich das? Ja, ja, ich dachte es auch. Ich habe gerade den Reaktor-Task gemacht und dachte so, okay. So never! Ich hab halt den rechten gemacht und bin dann zum linken gelaufen. Und als ich da ankam, hatte ich nur noch 5 Sekunden und das reicht nicht, nee, alles gut. Cooler, den Code anzugeben. Ich hab den Reaktor-Task gemacht und dachte so, die anderen kümmern sich schon. Wo kriegt man nochmal ange... Ah, man hat diese Pfeile zumindest. Ne, genau. Let's go. Ja, scheiße. Ja. Hast du gut gemacht. Glückwunsch, Rob. Da kam mir einer entgegen aus dem Vent und dann habe ich ihn einfach... Ja, voll gemein. 227 Mirafots habe ich jetzt. Das heißt, Jan, du hattest sogar die Rolle, dass du... ich war Ingenieur, ja, deswegen bin ich am Anfang einfach ins Vent gegangen vor 3 Leuten oder so. Okay, dann klappt das zumindest mit den Rollen jetzt. Das ist schon mal was. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Ich hatte auch eine Rolle, ich war der Wissenschaftler. Ah, nice, okay. Nice. Deswegen, ich hatte auch ein weiteres... Ich hatte keine Rolle. Aber dann weiß ich, es funktioniert. Das ist sehr schön. Ja. Das ist sehr gut. Ich hatte auch weiters gesehen, dass Jan tot ist, aber... Und das heißt dann aber jetzt trotzdem, dass der Engel, der Erste, der tot ist, zum Engel wird, ist auch nicht garantiert, sondern bleibt auch nur die Wahrscheinlichkeit. Na, man könnte jetzt sagen, es ist garantiert, wenn ich auf 100% hochgehe bei dem Ding. Genau. Aber ich denke... Wollen wir da irgendwas ändern? Oder? Ich denke, wir lassen es erstmal so. Okay, let's go. Let's fucking go. Weiter, los. Jetzt kann alles passieren. Ich bin auch Das war ein zu einfacher Sieg jetzt gerade für Rob Jobs. Ja, das war leider... Ich bin auch noch, ich bin Xehan da noch entgegengelaufen, gerade beim O2-Fixen, weil ich dachte, da ist noch keiner, weil ich den Pfeil falsch gedeutet habe. Ist eigentlich irgendjemand gestorben letzte Runde? Ja. Ja, ich. So, Besatzung. Wieder. Krieg keine Rollen bisher. Ich krieg bisher einfach keine Rollen. Na gut.
Ist ja in Ordnung. Gibt Schlimmeres. So. Dann machen wir gleich wieder den Download fertig. Zack, 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 zack. Und gucken mal, wie viel noch heute dazukommen. Also Nico meinte zum Beispiel, er kommt so in 2 Stunden noch dazu. Je nachdem, wie viel wir also aufnehmen, wird sich das zeigen, ob da dann noch was geht. So, Daniel machte, Daniel. Jan, aka Donald, machte da gerade den Download auch fertig. Und war davor am Admin-Panel, da ist er wieder. Dann haben wir noch... wen habe ich noch gesehen? Ich kann mich gerade wieder nur an Jan erinnern. Mist. Also, Donald. Wenn ich Jan sage, meine ich Donald. Und der Jan, der hier rumläuft, ist Ricardo, wenn ich Ricardo sage. Es ist ja. Wisst ihr Bescheid. So, das Ding ist Security. Okay. Ach so, aber es zeigt es ja eh an. Ja. Wir machen ja kein Verstecken. Ja, nee, diesmal nicht. Diesmal nicht. Wo muss ich ihn da... Ja, moin. Ist das da drin? Ja, schon, ne? Genau, da ist... Okay. Scheiße. Okay, so geht's auch. So geht's auch. Robju, wo warst du in den letzten 10 Sekunden? In den letzten 10 Sekunden? Oben rechts. Okay. Also, ich sag mal kurz, was ich gesehen habe. Die Leiche lag vor dem rechten O2. Und ich hatte irgendwie gefühlte 25, 30 Sekunden vor Ende der Runde Robju und Dani zusammen rumlaufen sehen in Navigation. Vor dem O2, dann hätten wir jetzt, also Jan und ich sind gerade auf dem Weg zum zweiten O2 gewesen, hätten wir den jetzt wahrscheinlich auch gerade noch gleich gesehen. Ihr hättet den gleich gesehen, ja. Also ich wollte gerade da hingehen, um das Ding zu fixen und da lag halt Dani rum. Okay. Nein, Robju und Dani sind die ganze Zeit zusammen rumgelaufen. Genau. Wir waren nicht die ganze Zeit zusammen. Doch. Also ihr wart auf jeden Fall... Ihr wart auf jeden Fall relativ... Nein, das stimmt auch nicht. Ihr wart auf jeden Fall relativ lange zusammen. Also ich stand ja auch noch extra irgendwie 5 Sekunden neben euch, um quasi zu gucken, ob jetzt seine den anderen killt. Und als da nichts passiert ist, bin ich dann zu Communications gegangen und bin dann, war als O2 gecallt, wurde wieder zurückgegangen und dann war Daniel tot. Und Rob schon nirgends mehr zu sehen. Ja, am Anfang habe ich ihn die ganze Zeit genervt, weil ich es lustig fand, weil ich es Runde davor, glaube ich, auch gemacht habe. Und dann... Also man muss ja irgendwann die Aufgaben machen. Dann kann natürlich Zufall sein, aber da mir auch keiner entgegengekommen ist, finde ich schon Robju relativ sass. Also ich muss sagen, ich hatte die ganze Zeit ein bisschen Angst vor Conan, aber Conan war nicht einmal rechts, das heißt, ja, Conan wir können uns gegenseitig klären. Er war nicht einmal rechts, das finde ich gut. Uff. Also er ist sein ganzes Leben schon rechts, aber er war nicht rechts im... Boah, das müssen wir rausschneiden. Oh. Ich glaube, Ricardo würde ich auch rauslassen. Ich würde Ricardo wählen. Wer von den 5 ist das nochmal? Jan. Ah, alles klar. Also, Cian, für dich ist Robju Sassi, ne? Ja. Also, wenn der Killer nicht gewendet ist oder an Robju vorbeigelaufen ist, aus irgendwelchen Gründen, dann war es Robju. Ich vertraue dir mal. Es ist wirklich langweilig heute, ne? Yay! Passt das hier? Also ja, passt. Schnelle Runden wirklich bedeutet schnelle XP, auch wenn ich die nicht brauche. Aber krass, dass ihr da jetzt, also es machte schon Sinn, was Cian gesagt hat, aber dass da gar nicht einerseits drauf eingegangen wurde, dass Robju halt einfach die ganze Zeit bei mir vorher war. Das stimmt gar nicht, die ganze Zeit. Naja, aber ja, so da war ich also doch locker, würdest locker 3-mal schon killen können in der Zeit, in der du bei mir warst. Ja, aber ich wollte dich halt nur ein bisschen abfangen. Also ich hatte halt schon gesehen, dass ihr so 5 bis 10 Sekunden zusammen wart. Und das Problem war halt, dass ich einen relativ langen Anfahrtsweg hatte, um wieder dahin zu kommen, wo Dani tot war. Ja, verstehe. Da mir wirklich in der ganzen Zeit niemand entgegengekommen ist und vorher halt der Letzte, den ich da überhaupt gesehen habe. Aber man kann halt wenden so, ne? Also man kann ja... Ja, aber an der Stelle... Wenn ich an deiner Stelle da mich und Robju gesehen hätte, hätte ich gedacht, Robju ist safe, weil der die ganze Zeit... Das war ja... Du hast uns vielleicht 10 Sekunden gesehen, aber... Ja, deswegen ist halt, das war im O2, da ist nicht, soweit ich weiß, ist da nicht direkt ein Vent. Ja, der nächste Vent ist Weapons oder Navigation und das wäre mir schon zu unsafe. Naja, ein anderer Faktor war, dass Robju vorhin halt auch ziemlich schnell O2 gestartet hat.
Ja. Das hat einen recht ähnlichen Charakter. Na, aber ich habe gedacht, dass ist ja auch egal. Ihr habt es ja gut gemacht. Ich fand es auf jeden Fall richtig weird, als Rob schon nach einer Minute, wo er mir in der Backe hing, auf einmal die Flinte gezogen hat. Ja. Das muss ich bei Körner noch machen, damit wir schon eine Reaktion im Video haben. Also Leute, ja, wenn ihr ein Imposter seid, bitte verfolgt. Wir müssen ihn alle verfolgen. Spielst du mit Facecam, Conan? Bitte? Wir sollten Nein. die nächste Runde alle verfolgen. Ja. Und der okay. Kill fit eh nicht. Okay, let's go. Ja, let's go. Let's go. So, wie wär's jetzt mal mit einer Rolle zur Abwechslung? Ja, okay. Vielleicht auch noch der, Schade. Na gut. Na gut. So, dann machen wir mal wieder den lustigen Upload. Und nach dem Upload kommt selbstverständlich der Download. Ach so, das ist jetzt ein bisschen dumm, wenn ich das hier starte, weil ich dann ja selbst... Fuck. Das war eine ungünstige Stelle, um es zu starten, zugegebenermaßen. So, aber ich habe den jetzt ausgemacht. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Wait, warum? Okay, warum hat Ricardo... Ach so, haben sie schon. Gut. Lol. Ey, das ist doch... Das ist doch SafeCon. Conan? Hey, dummes Mikrofon. Weil der ist reingegangen, hat aber irgendwie nicht Oxygen gemacht. Ich habe Oxygen im Admin gerade gemacht, was willst du? Hat er tatsächlich. Ich kann einfach nicht mit Bezahlen umgehen. Was heißt, ich bin reingegangen, du bist mir entgegengekommen, ich wollte jetzt hochlaufen zu dem anderen und dann war der aus. Also was ich ein bisschen weird fand, war, aber das ließe sich auch dadurch erklären, dass dann halt drei Leute in O2 selbst da in dem Raum standen. Aber ich bin Conan hinterhergelaufen, der wirklich O2 im Admin gemacht hat und dann kam halt Ricardo uns entgegen. Ich glaube, Dani hat O2 gemacht und nicht Conan. Kann ich das sein? Ich habe O2 im Admin gemacht. Eben. Also ich wirkt gerade auf mich am plausibelsten, dass Ricardo gerade so ein Fake-Claim hier... Ich habe mir auch gerade so gedacht, Ricardo kommt uns entgegen und das O2 ist es nicht, aber dadurch, dass da halt drei Leute waren, war für Ricardo klar, dass er da nichts machen muss. Was ich ein bisschen... Warum lachte Rob so? Aber ich glaube nicht, dass er es war, weil als der Alarm angegangen ist, ist er gelaufen. Also heißt es, ist genau. Aber warum hast du, also kannst du vielleicht irgendwie ein bisschen detaillierter erklären, warum du jetzt das Notfall-Ding gemacht hast? Ja, weil ich dachte, dass Viscon ist, weil der... Ich bin ja runtergegangen zu Admin und dann ist ja Con reingegangen. Hä, du kamst uns gerade in... den anderen O2. Shit. Dann bin ich dahin gegangen, war Robio da. Dann bin ich zurück zum Admin gegangen, weil ich dachte, okay, dann macht Robio das. Frage an die Runde. Ricardo, als wir uns gerade getroffen haben, war Admin schon längst geklärt, was O2 angeht. Ja, das ist alles Conan. Frage in die Runde, unabhängig jetzt von Conan und Ricardo, ist es irgendwie sus, dass Robcho sich den Arsch ablacht, warum auch immer? Ich muss tatsächlich sogar auch eine Sache nochmal sagen. Als ich beim rechten O2 ankam, stand Robcho schon davor und ich stand dann locker 5 Sekunden einfach oder 3-4 Sekunden einfach daneben, weil ich dachte, ach ja, er macht das dann schon. Aber als dann nichts passiert ist, bin ich selber hingegangen, habe den Code eingegeben. Das war so ein bisschen merkwürdig. Ich habe jetzt für Robcho. Ich habe für Robcho gestimmt, das ist, glaube ich. Ich stand vor diesem O2-Ding, habe die ganze Zeit gewartet, bis noch eine Sekunde da war, aber leider hat jemand anders das vorher beendet. Du wolltest es spannend machen, oder was? Ich bin auch fast dazu geneigt, Robcho zu voten, aber ich finde das ein bisschen lasch, die Begründung heute. Ricardo, entschuldige die Frage, aber was hast du genommen? Also alles, was du gerade erzählt hast, war genau, also überhaupt nicht so... Als wir uns getroffen haben, das war ja oben bei dem Gang, da kannst du gar nicht gesehen haben, dass ich unten bei Admin war, weil... Conan hat nicht gevotet, da ist es. Ach so, Moment, ich muss noch voten, ja. Ach so, Moment. Okay, da Conan nicht gevotet hat, der 100 pro Conan. Das ist eine freie Chance.
So. Gut, dass wir das geklärt haben. Das war gerade merkwürdig. Aber ich hab, ja, in der Tat habe ich mich jetzt vielleicht ein bisschen sass gemacht, dadurch, dass ich Robtschu gewotet habe. Andererseits, ich meine, er war halt sass, ne? So, was soll ich tun? Halt, hier ist das Ding. Wo geht denn das dann weiter? Scheiße. Weiß es gar nicht. Okay. Na komm, Dani, machen wir mal hier schnell den Kollegen. Nee, hier kille ich jetzt niemanden, das ist doof. Aber wo geht denn das weiter mit dem Auffüllen? Scheiße, ich habe das komplett vergessen, ne? Ah, fuck my... Komm, wir machen erstmal Wires. Das war dumm. Das war dumm. Ich habe das schon wieder komplett verdrängt. Soll ich? Ehrlich gesagt zu riskant. Hier kommt jederzeit jemand rein. Keine Ahnung. Okay. Kado hat das Spiel verlassen. Der hat irgendwie Internet-Dings. Weiß ich nicht. Probleme. Manchmal. Ganz weirde Geschichte. Ich würde jetzt gerne mal jemanden killen. Kommt jetzt mal irgendwo jemand her? Alleine oder so? Langsam wird es nämlich ein bisschen kritisch, auch was die Aufgaben angeht. Schon wieder. Wer macht denn da ständig O2? Aber die Idee von Robtschu ist gar nicht so dumm. Okay, jetzt muss ich eintippen. Gut. Passt schon. Oh, das sind hier die vier... Mann! Doch kacke. Ich gucke jetzt Kameras. So. Aha. Ja, so, so. Okay, jetzt töten wir Jan. Mir reicht's. Nein, okay, wir töten Jan nicht. Scheiße. Mann! Die kriegen ihre Aufgaben gleich fertig. Das ist nicht gut. Die bleiben jetzt zusammen. Da wird jetzt hier in die Kamera geguckt. Ach, das ist doch Müll hier alles. Jetzt wird hier in die Kamera geguckt. Was mache ich denn jetzt noch? Ich bin mit meinen Aufgaben fertig. Ich gucke jetzt hier hin. So, ich habe meine Tasks. Elektrik ist einer. Okay. Komm, den einen, den hole ich mir jetzt. Scheiß drauf. Okay, ich hole mir nicht, weil da Xehan gerade rumgelaufen ist. Oder wir probieren's? Komm, wir probieren's. Ist da jetzt noch der eine? Oh mein Gott. Ich habe Dani tot gefunden in Electrical. Ein paar Beobachtungen. Wieso ist Ricardo tot? Ach, der ist rausgeflogen. Ja, den haben wir rausgewotet. Ricardo ist rausgeflogen. Nein, Ricardo ist, stimmt, da stand es, dort das Spiel verlassen, richtig. Dann zählt ihr als tot. Ah, stimmt, ja. Dann zählt ihr als tot, okay. Ja. Ja, Entschuldigung, ja. Erstens, ja, wir hatten uns ja beide oder alle drei relativ kurz vor Ende der Runde noch in Admin gesehen gehabt. Richtig. Echt? Ich habe Connor nicht gesehen in Admin. Ja, wir haben uns nicht alle gegenseitig gesehen. Ich habe in relativ kurzer Abfolge hintereinander Connor und Jan gesehen. Warst du in Admin oder war Connor in Admin, als du aus Admin mir entgegengekommen bist? Nee, Connor war vorher in Admin. Ah, okay. Der kam mir aus. Richtig, ich war in Admin, ich habe auf den Tisch geschaut, weil ich bin mit meinen Tasks durch. Sag mal jetzt, wollte gerade fragen, wie weit seid ihr denn so mit euren Aufgaben? Ich bin fertig, schon lange. Die Frage, die ich mir gerade stelle, also erstmal, eine Sache muss ich sagen, Jan hat ein paar Mal vor mir gewendet, also mindestens einmal, aber du bist die ganze Zeit, sobald es auf Cooldown ist. Ja, das dachte ich mir schon, du bist dann wahrscheinlich der Ingenieur oder
Du wirst zumindest. Er muss sagen, es dann sein, weil sonst wäre er ja Imposter und ja. Das würde er ja nicht zugeben. Genau, deswegen, also du wirst auf jeden Fall sagen, dass das ein Ingenieur ist, deswegen sagt das rein gar nichts aus, dass ich ihn habe wenden sehen, aber ich habe ihn wenden sehen. Ich habe noch zweite, fünf andere Leute wenden sehen. Zweite Sache, und das ist jetzt ein bisschen Metawissen übers Spiel, ich hatte relativ schnell, also dich, Jan, am Anfang der Runde zu dem Card-Swipen gehen sehen, was in dem Sinne was ist, was ich gut finde, weil das Card-Swipen ist ein Common-Task. Also wenn den einer hat, haben den quasi alle Innocenten und deswegen fand ich das gut, dass du da direkt hingegangen bist, aber das wie gesagt, muss natürlich. Muss nichts heißen, das konnte einfach nur Zufall gewesen sein, dass du dich da hingestellt hast. War tatsächlich Zufall, aber okay. Das sind zwei Sachen. Die andere Sache ist, ich hatte Daniel und Conan früher mal eine Zeit lang zusammen rumlaufen sehen, aber das war bevor Reactor gecallt wurde und die hatten dann zusammen den Reactor gemacht und danach hatte sich das wieder zerstreut. Ja, das ist ja schon also ewig her. Das ist ewig her, ja, also wir wissen nicht, also ich hatte Dani eine Weile nicht gesehen, also der könnte schon. Also das mit dem Reaktor war ja direkt. Warte, Dani liegt in Electrical, sagst du, ne? Dani liegt in Electrical, ja. Also das letzte Vent, was ich benutzt hatte, als du mich das letzte Mal hast wenden sehen, war, da bin ich aus Controls in Electrical reingewendet, da war Dani noch nicht da und ich bin ihm auch nicht begegnet. Ich bin okay, quasi dann einmal rundrum über Shields gelaufen und bin dir dann oben aus Admin entgegengekommen. Ja, ich überlege gerade, ich war auch relativ lange noch, hatte ich mir einen Mexican Standoff geliefert mit zwei Leuten an Electrical. Das war, glaube ich, einmal Jan und noch irgendwer, aber ich weiß es nicht mehr. Ja, genau, du und Ricardo. Ich bin da nämlich rausgewendet. Okay, wir müssen voten, Jungs. Also ich würde sagen, es ist eher Conan, aber ich weiß es nicht. Dann habe ich wohl Pech gehabt. Irgendwie war die Abstimmungszeit plötzlich vorbei. Irgendwie habe ich gedacht, ich versuche die rauszuzögern. Aber ihr merkt das leider. Conan, hast du absichtlich eigentlich da Robchu falsch gewählt? Oder? Das hat mich ein bisschen sass gemacht, das ist richtig. Ich habe auch gesagt, aber ja, wie es Robchu gesagt hat, das war ein Safe Kill. Das Ding ist halt, ich habe Jan von vornherein mehr vertraut als dir, also deswegen ist ich war ein bisschen biased. Also ich bin in ich bin in Reactor irgendwie 10 Sekunden rumgelaufen, weil ich meine Task nicht gefunden habe. Seit wann ist ein Vent eine Task? Schon immer. Also schon lange. Immer nicht, aber schon lange. Jan, seit ein paar Updates. Ja. Das hat mich dreifach irritiert, weil ich auch durch Vents laufen kann und ich stand dann auf dem Vent drauf und dachte, ja. Ich will gerade nicht wenden. Das ist meine Aufgabe. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum sie da jetzt zwei Knöpfe draus gemacht haben. Also einmal ein Vent und einmal ein News-Knopf, damit man nicht durcheinander kommt, wenn man diesen Task hat. Was mich gerade ein bisschen verwirrt hat, Jan, also full front wirklich, warum hast du dich denn gerade da nicht ein bisschen gerechtfertigt? Xern erzählt da irgendwie uns komplett, was so passiert ist und schlussfolgert irgendwie und da fehlte doch nur so das Quäntchen, dass du sagst, ja, dann muss es doch Conan sein. Nö, warum muss ich mich denn rechtfertigen? Nö. Ich habe halt Jan mit keiner Spur meiner Argumentation verdächtigt, also er musste sich nicht rechtfertigen. Ja, nee, aber deswegen könnte er erst recht sich dann auf Conan auch beziehen. Ja, aber die Sache ist, ich war ja kein Imposter, mir war klar, dass Xehan auf jeden Fall Conan voten würde und nicht mich, also hatte ich quasi 100% der Entscheidungsgewalt. Warst du dir da echt so sicher, dass er dich nicht votet? Ich war mir ziemlich sicher, ja. Okay. Mir ist aufgefallen, dass ich mich eigentlich total blöd verplappert habe, aber ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Als Jan gesagt hat, er ist gewendet, habe ich gesagt, ja, dann muss er ja Inspektor sein. Weil ich ja weiß, dass ich der Imposter bin. Naja, so, ich glaube, das war so. Ja, aber zu der Schlussfolgerung kannst du schon kommen, wenn jemand so oft so offensichtlich wendet. Genau, das war dass Jan damit so umgegangen. Dass ich so direkt sage, ja, dann muss er der Inspektor sein, so als ob nicht auch noch jemand anders Inspektor sein könnte und er der Imposter ist. Das war für mich auch nochmal was, was Jan mehr geklärt hat in meinen Augen, weil der ist ja von mir weggewendet. Wir standen quasi alleine in Security und er hätte mich ja in dem Moment killen können. Aber er hat einfach Spaß gehabt am Wenden. Endlich wieder in den Schacht gehen, yay, let's go. Ich glaube, die Frage, die ich mir dann gestellt hätte, ist, ob Jan, wenn er Imposter wäre, das nicht erst recht dann jetzt machen würde. Ja, genauso. Das auf jeden Fall jetzt. Also. Du hast dich verplappert, als du gefragt hast, warum ist Ricardo tot? Den habe ich doch nicht. Ja, ein bisschen zumindest, ja voll. Nee, da finde ich nicht, dass ich mich da verplappert habe. Da war ich tatsächlich kurz irritiert, weil ich vergessen hatte, dass die Nachricht kam. Aber ich dachte das auf jeden Fall auch, als du das gesagt hast. So. Echt? Das war eine Aussage, die ich 100% Conan zutrauen würde, der einfach nicht checkt, dass Ricardo rausgeflogen ist. Ich hatte das komplett verdrängt tatsächlich, weil... Ja, macht ja. Sinn. Achso, aber ich verstehe, dass ihr sagt, wieso ist der tot? Ich habe ihn ja nicht getötet, deswegen wundere ich mich, dass er tot ist. Ja, ansonsten hätte ich mich nicht wundern müssen.
Weil er könnte ja einfach ganz zusätzlich genau getötet worden sein. Ja, okay, check ich. Ja. Okay, weiter? Ja. Eine Runde noch, dann gehe ich auf Klo. Was machst du dann? Ich gehe auf den Lokus. Achso, ich hab's akustisch nur nicht verstanden. Alles gut. Dann haben wir auch eine halbe Stunde aufgenommen, das passt. Erzähl uns doch bitte, was du auf Toilette dann machst auch. So war das nicht gemeint. So, was bin ich denn? Ach nicht, nein, ich will nicht schon wieder. Ich könnte ja gleich mal wenden und so tun, als wäre ich Dings hier, weißt du? Das wäre eigentlich voll lustig. Aber das macht mich, glaube ich, ich kann das wieder nicht ordentlich dingsen. Ich glaube, das macht mich einfach dann schon wieder sass. Weißt du? Ich glaube, genau so ein Ding ist das. Ich glaube, das macht mich einfach freaking sass. Ja, jetzt laufen mir wieder alle hinterher. Geht mir nicht auf den Nerven. Wieso läuft mit Dani so viel hinterher? Ich verstehe das nicht. Ist das schlau, hier hinzugehen? Habe ich den Upload schon gemacht? Potenziell könnte ich den Upload schon gemacht haben. Egal. Was ist das denn hier für Zeug? Okay. Was waren das denn gerade für Anzeigen? War das, wo Leute sind? Wieso sieht man... Seit wann sehe ich so... Was war das denn gerade? Oder waren das Fake-Tasks? Habe ich jetzt nicht verstanden. Das da hier, was ist denn das? Ist das Fake-Task? Das zeigt mir den Fake-Task an. Ja! Wait, dann sehe ich das ja sogar. Dann sehe ich das ja, wo was... Okay. Das ist auch interessant. Ist hier gerade jemand drin? Nee, schade. So. Mal gucken, wie lange es dauert. Das ist jetzt auch interessant. Okay. Sag mal, Conan, wo bist du gerade? Ich stehe gerade bei dem Benzinkanister, bin ich gerade vorbeigelaufen. Mhm. Warte mal. Ich finde das etwas verdächtig, weil Conan ist nach links gelaufen, dann ist er in Medbay rein und dann ist die Tür zugegangen, als ich an Medbay vorbeigelaufen bin. Und als ich wieder reingegangen bin, war niemand in Medbay. Hat da jemand einen magischen Trick benutzt? Also ich war gerade mit Robju zusammen im Admin und hab... Alter, Ricardo hat einfach kein gutes Internet heute. Was ist das denn? Ja, okay, ich hör auf. Das ist mir jetzt schon dreimal abgestürzt. Ja, aber was, ja, aber du bist noch hier, du bist noch hier, stürzt nur das Spiel ab, oder was ist bei dir los? Among Us stürzt die ganze Zeit ab. Conan, jetzt lenk mal nicht vom Thema ab, ich hab dich gerade verdächtigt. Spielst du auf dem Handy, oder kannst du irgendwie umsatteln halt auf irgendein... Ach, ich spiel gerade auf dem iPad. Gerät. Dann guck doch, ob du irgendwie an PC oder an Laptop oder so kannst. Okay. Aber was war jetzt mit der Tür? Ja, also warte, ganz kurz der Punkt. Ich war mit Robju zusammen im Admin und habe mir da halt diese Statistik angeguckt, wer in welchem Raum ist. Und da waren zwei Leute im Electrical. War jemand zwischendurch in Medbay? Und eine Person war irgendwie weiter, ich glaube, bei Weapons oder so. Mhm. Das müsste ich gewesen sein. Nee, warte mal, Weapons ist oben rechts, unten? Ich kann mich tatsächlich nicht dran erinnern, wo die andere Person war, aber das waren zwei Leute. Waren halt... An Weapons? Ist Weapons oben rechts? Ich glaube schon. Nee, oben, ja, doch, da war ich. Da warst du? Echt? Okay. Ich bin da durchgelaufen, bin dann in die Kantine, hab da Conan und Ricardo getroffen. Conan ist weiter nach links. Ich hab einen kurzen Haken geschlagen, um zu gucken, ob oben eine Leiche liegt oder so. Und bin dann hinter Conan her. Ich habe weitere Tasks gemacht. Dass in Weapons jemand ganz oben auf dem Bench stand, da wo auch die Task ist. Aber das könnte jetzt auch, entweder ist das halt pink-lila, das sieht da ein bisschen schwierig aus. Ich habe in Weapon keine Task gemacht. Also das war ich dann nicht. Ja, irgendjemand stand da auf jeden Fall ganz kurz bevor Dan und ich bei dem Ding waren, wo man sehen kann, wer da ist. Hätten wir jetzt so, eigentlich gewonnen? Auf, was wir machen können, wir können Conan voten. Wir können, wenn Conan es nicht war,
dann ist Ricardo eh raus, weil ihr beide seid wahrscheinlich clear. Okay, ich bin nicht clear wahrscheinlich. Also ich verstehe mal deine Argumentation gerade überhaupt nicht, Jan. Bei dir ist es komplett alles vertrauen. Alles klar, oder? Colin wird gewählt. So. Nee, weil Ricardo ist eh tot, das heißt, wenn Ricardo es war... Ich bin fertig. Dann ja, also für so eine lustige Aktion, einfach mal Colin rauszuvoten, bin ich auch immer zu haben. Ich weiß, ich bin die ganze Zeit Colin am Arsch geblieben, weil ich Rob Joe am Arsch hatte und ich dachte, so sind wir zumindest zu dritt. Dann habe ich Colin irgendwann verloren, ach, beim O2 habe ich Colin verloren und auf einmal wird er angeschuldigt. Deswegen beim O2 habe ich Colin gesehen. Nein, klar, es wird auch Colin sein. Die Argumentation finde ich aber interessant mit der Tür. Die ist wirklich ein bisschen fadenscheinig. Die habe ich tatsächlich einfach nur aus Spaß mal zugemacht, aber gut, das war... Das war etwas sehr fadenscheinig. Oh, du warst tatsächlich, oder, Colin? Ja, natürlich war es, ihr habt ja gewonnen. Tja, bist du tatsächlich in Medbay reingegangen? Nein, ich habe einfach nur mal die Tür zugemacht. Ich habe einfach mal gedacht, ich drücke den Knopf mal. Ich war das, der in Medbay drin war, aber ich durfte nichts mehr sagen. Ah, krass. Ja, macht Sinn. Ich war einmal kurz im Medbay und bin sofort wieder rausgegangen. Ich denke mal, genau in dem Moment hast du auf Admin geguckt. Nee, ich habe nicht in Admin geguckt. Ich habe nur gesehen, dass Conan in die Richtung gelaufen ist und dann die Tür zu war, als ich halt hinterher... Ja, aber der Imposter kann doch von überall aus Medbay zumachen. Ist doch egal, ob ich da dran vorbeilaufe. Ja, natürlich. Warte, pass auf. Was ich verdächtig fand, ist, dass ich dann zurückgegangen bin, nachdem die Türen offen waren und niemand drin war. Ich bin zu 100% davon ausgegangen, dass Conan in Medbay gegangen ist und dann rausgewendet ist. Ja, okay, ach so, nee, ich bin einfach dran vorbeigelaufen. Okay, das war dann ein bisschen sehr fantastisch. Okay, das war einfach dumm, dann die scheiß Tür zuzumachen, okay. Man muss ja auch einfach mal ehrlicherweise sagen, Conan hat es als Imposter auch wirklich mit Abstand am schwierigsten, weil die fadenscheinigsten Gründe ausreichen, um ihn halt das Suspicious zu finden. Ja. Das ist einfach großartig. Ich wollte auch gerade sagen. Und falls wir beide haben ihn verfolgt. Jan, du hättest einfach sagen können, du hättest es auch gar nicht begründen müssen. Du hättest einfach sagen können, dreimal, fünfmal Conan war es, ich hätte sofort dir geglaubt. 100 pro. Komplett falscher Schluss, aber richtiges Ergebnis. Ja. Jetzt haben wir leider nicht gesehen, was der Engel kann, denn Xian wäre Engel geworden. Genau, ich war Schutzengel. Also ich hab's auch kurz gesehen. Also ich krieg man hat's auch in der Besprechung gesehen, Xian hatte so ein Engelsymbol. Wo war genau, also eigentlich tot, Xian? Ich hab ihn in Electrical gekillt. Ich bin ganz kurz bevor der Knopf gedrückt wurde, in Electrical gekillt worden. Ah, krass. Dann habe ich euch beide tatsächlich in Electrical gekillt. Dann bist du ja tatsächlich darunter gewendet, weil so schnell kommst du nicht nach Electrical, Conan. Nee, der ist nicht. Ich bin nicht gewendet, nein. Er ist nicht gewendet, ich habe ihn verfolgt. Also der ist ganz normal vorbeigelaufen, der war kurz im Reactor und dann habe ich ihn quasi nach Electrical verfolgt und bin da gekillt worden. Also in Anführungsstrichen verfolgt. Ich wollte tatsächlich auch nach Electrical, aber mir war es so klar, dass Conan Bescheid gewartet, hat. Bis die Türen wieder offen waren. Genau. Die Zeit hatte ich nicht. Ja, okay. Genau. Also ich kann bestätigen, dass Conan nicht gewendet ist. Der ist vor mir hergelaufen quasi. Ja, meine Aufnahme kann das auch bestätigen. Sehr gut. Ich alles richtig gemacht. Ja. Hattet ihr denn irgendwelche... Aber ich lerne daraus, ich mache nicht mehr Spaß, es halber Türen auf und zu. Ist okay. Na, ja, ne, zumindest keine, wo du vielleicht in der Nähe bist oder so. Ja. Und auch nur vor Jan. Ist aber, andererseits ist es super, ich mache einfach jetzt random Türen auf und zu, wenn gerade Jan an einer vorbeilauft, denkt der andere, der da drin ist, nee, war mal der Imposter. Das ist sehr gut. Naja, woher weißt du denn, wo ich bin? Ich sag ja, wenn es Zufall ist. Ach so. Aber ich war lange genug Schutzengel, um festzustellen, dass du einen Schützenknopf bekommst. Aber ich habe noch, ich konnte ja, also gerade als ich ihn drücken wollte, ja, du musst, ich habe das an diesen Dummies ausprobiert. Du musst dann halt über die Leute hovern, über den. Genau, wie wenn du die used. Okay, ich war am Überlegen, ob das jetzt ein Menü ist, was dann kommt, oder ob man tatsächlich die Leute einfach im Spiel dann schützt. Das ist wie mit use, genau. Ja, das finde ich sogar besser, weil dann kannst du einfach mit dem Imposter mitschweben quasi und kurz bevor du einen Kill machen willst, schnell den Schutzknopf drücken. Die Frage ist, wie lange die Leute dann geschützt sind. Eine Minute. Ja, standardmäßig eine Minute, aber ich kann natürlich auch das wieder variieren. Also du kannst dir alles variieren. Das ist am geilsten wirklich, wenn du quasi siehst, dass ein Imposter gerade in den Räumen läuft und du weißt... Ach nee, Entschuldigung, ich bin falsch. Schutzdauer ist hier 10 Sekunden eingestellt, Schutzwartezeit ist 60 Sekunden eingestellt. Genau, ja, das klingt auch besser, ehrlich gesagt. Schutz ist für Verräter sichtbar, kann ich an- und ausschalten. Ah, auch interessant. Oder standardmäßig ist es aus. Ja, standardmäßig ist es aus. Geil. Standardmäßig ist es aus. Das heißt, du, oh mein Gott, das heißt, du killst jemanden und der stirbt einfach nicht. Ob der das dann mitbekommt, ist wieder eine andere Frage. Das ist eine gute Frage, in aller Worten, wenn jemand einfach komisch neben dir stehen bleibt, dann
Dann solltest du. Vor allem, wenn er dann so stehen bleibt und so denkt, scheiße, der fällt dann nicht solltest um. Du Tschüss! Moment, dann solltest du einen Moment innehalten und dich fragen, was er da eigentlich macht. Richtig. Man könnte weiterspielen. Ist eigentlich schade, dass wir jetzt drüber reden. Jetzt haben wir nicht die Überraschung für den Imposter, wenn es das erste Mal tatsächlich passiert. Ach, lol. Man sieht jetzt auch in der Spielerübersicht, auf welcher Konsole man spielt. Sehe ich gerade. Ihr seid alle am PC. Oh, ich wünschte, wo siehst du das denn? Bei mir ist das ein Knopf Besatzung und da sehe ich eine Spielerübersicht. Okay. Ich hab den nicht. Ich glaube, auf dem PC hat man den nicht, oder? Okay. Kann sein. Egal, ich habe hier nur weiter. Garderobe. Achso, oder wollen wir auf Regal? Jan wollte ja erstmal kurz irgendwo hin. Na und? Oder ist das schon? Er wollte ja eigentlich. Und ich hätte in der Zwischenzeit halt kurz den Part beendet. Achso, du hast den Part beendet? Na, dann bin ich weg. Ja, deswegen dachte ich, also wir haben eine Dreiviertelstunde und Jan will kurz aufs, auf den Aufs Klo. Ich jetzt, dann, pass auf, dann passt das. Conan, darf ich die letzten Sekunden des Parts nochmal nutzen? Und zwar würde ich gerne verkünden, dass ich jetzt eine Zigarette rauchen gehe, weil du das doch immer so gerne in den Let's Play-Videos auch thematisiert hast. Rauch mal eine für mich mit, danke. Ja, klar, ich rauche Stereo. Ja, Kids, don't do drugs. Danke, tschüss. Aber in der Wohnung dann? Nee, auf nee am Balkon geht immerhin. Dani. Ja, manche Leute machen es in der Wohnung. Das ist richtig ranzig. Ja, also, rauchen meine ich. Manche machen es aber auch in der Wohnung und auch auf dem Balkon. Ja, richtig. Nee, das ist richtig eklig. Wenn du hast du nach einem Monat, sind alle deine Sachen, die irgendwo rumhängen, sind gelb. So, du musst einfach gleich gelbe abhängen. Kleidung kaufen. Damit ihr übrigens mal seht, damit ihr seht, was ich da meine, dieses Menü sehe ich bei mir. Ja gut, jedenfalls, auch, ich schließe hier kurz die Aufnahme ab. Danke fürs Zuschauen. Ach so, und hast du noch gar nicht. So, tschüss. Ja, tschüss.